Noch ein bisschen zu müde für Hyper, Hyper oder andere Schlachtrufe sind die Jungs von Scooter beim Interview. Dafür haben sie ein neues Gesicht dabei. Gründungsmitglied Rick J. Jordan hat Scooter verlassen. Neben HP Baxter und Michael Simon ist nun Phil Bleicher seit Anfang 2014 Mitglied der Band. Das war ja nun auch ein Beginn, Neubeginn sozusagen. Ich meine, vorher, das waren 20 Jahre, saß Rick da am Pult und jetzt, das ist natürlich im ersten Moment eine Umstellung, aber das haben wir uns da sehr gut eingegroovt. Und wie ist die Wahl auf Phil gefallen? Das weiß ich ja nicht, wie die Wahl auf mich gefallen ist. Also es war als Alternative. Ja, genau. Das geringste Übel, finde ich. Nach unzähligen Charterfolgen ist nun das neue Album The Fifth Chapter auf dem Markt. Natürlich ist das wieder ein Techno-Erlebnis in Scooter-Manier, aber eben zeitgemäß. Ja, immer Leute, die wollen, dass sich nichts verändert, aber das ist schwierig. Also das wäre jetzt auch für uns unmöglich, ein Album zu produzieren, das so klingt wie vor 10 Jahren. Also da fehlt auch so die Motivation. Und ich kann schon verstehen, wenn jemand sagt, was weiß ich, das war einfach früher, das war noch härter und das ging mehr los oder was weiß ich. Aber die Zeit wandelt sich, das Hörempfinden, der Geschmack. Und das geht einem ja selber auch so. Nach 20 Jahren Erfolg wird auch das neue Album die Scooter-Fans sicher wieder zum Grölen und Pogen bewegen, ob in Deutschland oder international. Bleibt nur noch die Frage, welcher Shout vom neuen Album zum Publikumsliebling mutiert.